Mein Name ist Francesco Sanchez Martinez. Ich bin hier der Ballettdirektor und der Chefchoreograf und mache immer mit großer Freude einmal pro Spielzeit, am Anfang der Spielzeit, ein Kinderstück und habe lange rumgesucht und bin dann schlussendlich auf den Froschkönig gelandet und habe in der Geschichte unheimlich viele Werte, menschliche Werte entdeckt, die man sehr gut und kindergerecht umsetzen kann. Ich komme aus Moskau, dort bin ich geboren. Dort habe ich auch Ballettausbildung gemacht, aber Abschluss habe ich schon in Deutschland gemacht. Da bin ich nach Stuttgart gezogen, zur John Krenko Ballettakademie. Und seit letzter Spielzeit bin ich dann nach Lüneburg gewechselt. Also das ist jetzt meine zweite Spielzeit hier in Lüneburg. My name is Francesc, but it's pretty difficult for everybody here to pronounce it, so they call me Franchi, which I like very much. I am from Spain. Germany is probably the best country in the world for dancers. You have good contracts, everything is professional, and you treat us as good, as a good job. So we like coming here and feel like we are doing something useful. Auf Russisch heißt, das wird jetzt noch interessanter, Zarevna Lyugushka. Bei uns ist das ja andersrum. Sie ist Frosch und er ist Prinz. I like very much what I danced, but now I tried with costumes and it felt so weird, and with the head, so many things didn't work. So that's the challenge now. I have 1 week. So well, it's time enough. Für die Prinzessin war das darstellerisch war das eine Herausforderung, weil sie von der verwöhnten Prinzessin, die alles in ihr Leben hat, die für nichts wirklich zu kämpfen brauchte, die auch noch nicht wirklich wahre Freundschaften, weil in dem Stand hat man einfach viele Freunde, die einfach auch da sind, weil man ja jemand ist. Und auch gar nicht dafür wirklich kämpfen muss. Kinder wollen natürlich nicht nur Tanz sehen, sondern auch ein Spiel. Und das ist natürlich schwierig ohne Worte, weil die Schauspieler haben natürlich Text. Und wir müssen das mit Gesten, mit Körpersprache erzählen. Und das ist schon eine Herausforderung. He's very gentle, he's a nice person, he talks nicely to you, he respects you and gives you the time to develop. And also he takes the best of yourself. Like if I'm good at something, he will use it. He's not trying to make me do something that it doesn't fit me. Es geht ja vor allem um ein Versprechen, was die Prinzessin dem Frosch gibt und leider eben nicht einlöst und durch die Entwicklung des Stückes dann am Ende dann feststellt, was wahre Freundschaft wirklich bedeutet und was man durchgeht und was man am Ende wirklich hat. Etwas ganz, ganz Kostbares, was keine einzige goldene Kugel auf dieser Welt geben kann. Wahre Freundschaft und Liebe.